Aufwachen, Langschläfer. Das darfst du nicht verpassen. Schade, dass du die Menschheit nicht retten konntest. Ich hatte darauf gehofft. So weit gekommen und doch versagt, Agent Cypher. Einige deiner kürzlich noch lebenden Kollegen, sie können es kaum erwarten, Hallo zu sagen. Wir hätten so ein gutes Team sein können. Ich mit meinem Grips und du mit der Bereitschaft, Befehlen zu folgen. Aber nein, du hast dich entschieden. Und jetzt? Spielzeit ist vorbei. Countdown hat begonnen. Ich bin kein Monster. Ich gebe dir eine Chance zu kämpfen. Konzentrier dich auf die Waffe und nimm sie auf. Ach, jetzt sag nicht, dass du ein Pazifist bist. Entweder bist du extrem stur oder einfach nur blöd. Nimm die Waffe auf. Konzentrier dich auf die Waffe und nimm sie auf. Gute Nacht, Agent Cypher. Dieses Mal wird dein Schlaf nie enden. Gut, dass du wieder hier bist, Kind. Du musst einen absoluten Höllenritt erlebt haben. Du bist sauber, Agent Cypher. Der Doc hat uns wieder reingelegt, ha? Huh? Der Knallkopf ist echt gerissen. Lass uns deine Daten herunterladen, mal schauen, wo wir diesmal falsch lagen. Okay, keine physischen Abweichungen. Ich bin erleichtert. T-DNA immer noch funktionsfähig und stabil. Naja, so stabil wie ein Zeitreisegenom sein kann. Du bist ganz der alte Mutant, Cypher. Mist, die Daten sind fehlerhaft. Dein Visier hat was abbekommen. Wir kennen den Aufenthaltsort des Docks nicht mehr. Tut mir leid, Cypher. Du hast viel Investiertes zu besorgen. Cypher fand sie einmal, das schafft er auch nochmal. Ich weiß, nur ist es so. Jedes Mal, wenn wir dich da rauslassen, kann sich die Zeitlinie für immer ändern. Ich weiß nur nicht, wie oft wir das machen können, ohne... Naja, das ist absolutes Neuland. Kommst du damit klar, Kind? Hart im Nehmen wie ein Honigdachs. Habe ich mal erzählt, wie ich von einer Horde von denen eingekesselt wurde? Vater, die Geschichte mit den Honigdachsen kann warten. Erst müssen wir die Welt retten. Stimmt. Tut mir leid, Liebste. Vater? Agent Rattler. Okay, erstmal statten wir dich mit einem neuen Visier aus. Hier, ich habe das hier mit der neuesten Software aktualisiert. Sogar mit Schutz vor UV-Strahlung. Wir sollten dich wieder fürs Zombie-Mord-Business startklar machen. Geh's ruhig da draußen an. Du bist einzigartig, Cypher. Eigentlich bist du unersetzlich, aber ich will nicht, dass dein Kopf zu groß wird und du nicht mehr in den Fahrstuhl passt. Sie gibt sich selbst die Schuld dafür, was dir Monday angetan hat. Ich sage ihr immer, dass es nicht ihre Schuld ist. Als sie wusste, was er vorhatte, schnappte sie dich und meldete den Doc. Monday wurde eine Stunde später verhaftet. Er hat ihr das nie verziehen. Er nahm das eher persönlich. Du siehst also, wir dürfen nichts falsch machen. Vielleicht solltest du ein Basistraining machen, Fähigkeiten auffrischen und schauen, wie es läuft. Nimm dir ein wenig Zeit, sieh dir die Informationen an und versuche, den Fehler zu finden. Du hast die Geschichte mit den Dachsen bestimmt schon 1000 Mal gehört, oder? Lass uns den Plan durchgehen. Zielübungen und dann Mondays Versteck finden. Pass einfach auf, wie du da rausgehst, Cypher. Rattler Ende.